Hallo, heute mal eine kurze Wiederholung zum Eichenzipfelfalter, und zwar zum blauen Eichenzipfelfalter. Ich habe schon mal in einem Video erklärt, wo er häufig zu finden ist. Ich werde es nochmal verlinken. Ich befinde mich jetzt hier gerade auf einer kleinen Waldlichtung, da in etwa bis Süden. Das heißt, es hier ist ein voll sonniger Bereich, so wie ich es damals auch erklärt habe. Die Art bevorzugt relativ warme Bereiche, besondere Bereiche und wie der Name schon sagt, frisst eine Eiche. Das Ganze ist ja sowieso ein Eichenwald, also die Wahrscheinlichkeit, dass hier Eichenzipfelfalter vorkommen, ist relativ hoch. Und ich konzentriere mich jetzt mal auf diesen Bereich. Das sind relativ abstehende Äste von einer Eiche. Und das Praktische bei der Eichenzipfelfaltersuche ist, dass sie die Eier immer von unten an die Knospe legen. Das heißt, wenn man die Art suchen möchte, muss man sich eigentlich nur unter den Baum stellen. Braucht noch nicht mal seine Hände aus den Taschen zu holen und kann dann schon nach der Art suchen. Das stellt sich jetzt natürlich nicht scharf, aber ich zeige es euch einfach mal. Wir sehen schon hier das erste Ei. Kann man von unten teilweise erkennen. Und dann gehe ich jetzt hier mal den Ast weiter hoch. Mit bloßem Auge erkenne ich es auf dem Video. Jetzt ist es schwer zu erkennen. Ich hole den mal runter. Wir sehen hier schon die nächsten Eier. Und zwar bekomme ich es scharf. Nein, bekomme ich nicht scharf. Natürlich nicht. Also ein weiteres Ei. Und hier am nächsten Ast. Das ist natürlich auch wieder nichts Scharfes. Ein weiteres Ei. Also man kann es erkennen. Immer schön an der Unterseite. Das heißt, von hier unten könnte ich super gut erkennen. Wenn es jetzt nicht auf Video wäre, dann wäre es natürlich einfacher zu erkennen. Und hier ist das nächste Ei. Also dann auch relativ viele. Kurz nebeneinander. Also drei Eier, vier Eier jetzt hier an diesem einen Zweig. Im Endeffekt eigentlich normalerweise ohne wirklich die Hände zu benutzen, indem man sich nur unter den Baum stellt, hätte man jetzt hier schon vier Eier finden können. Also relativ leichte Suche, sonnige Bereiche bevorzugen und möglichst alte Eichen und an den Knospenunterseiten dann suchen. Genau, das wollte ich euch nur mal kurz zeigen, weil es ein schönes Beispiel ist. Euch viel Spaß bei der Suche und beim Nachmachen.